Hallo meine Freunde, Sauken hier mit Let's Play Pokémon Platin. Nachdem wir letztes Mal mit der lieben Sue gespielt haben, ist sie diesmal nicht dabei. Und nachdem ich letztes Mal ein bisschen gefailt habe, weil mein Dingens leer war. Und ich glaube genau in diesem Kampf hier bin ich rausgeflogen. Und ich mache meine Musik ein bisschen zu laut. Moment. Also mein Sound. So ist besser. Gut. Wir wollen jetzt aber mal loslegen. Man merkt vielleicht, das Level meiner Pokémon ist etwas gestiegen. Und es hat auch, Knacks hat auch Drachenklaue gelernt. Was sehr nice ist und ziemlich stark. Als eine Drachenattacke ist. Und Drachenattacken sind, glaube ich, ja, bis zur 6. Gen eigentlich immer verdammt gut. Da ja, dass es kaum Pokémon gibt, die dagegen eine Immunität haben und man ziemlich alles neutral trifft. Deswegen hat es auch den Schlitzer vergessen. Weil es kriegt auf die Attacke Step und die ist nochmal 10 Punkte stärker. Ist immer nichts besser. Und wem es vielleicht auffällt, dass ich ein bisschen viele Erfahrungspunkte für die Gegner hier bekomme. Ich habe, kann ich auch kurz mal zeigen. Also sie sind erstmal alle 35 bis auf Staraptor, das ist schon 36. Ich habe Staraptor, also Staravia hat sich weiterentwickelt. Ich habe Staraptor Raub beigebracht und dann durch... dadurch ein Glücksei bekommen, was aktuell Knacksel trägt. Ich werde das aber dem Pokémon in ersten Position geben, dass das dann, dass sie einfach schneller wachsen, weil es ist unglaublich, wie unbalanciert dieses Spiel ist. Ich meine, der nächste Arena-Leiter hat Pokémon auf Level 37, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Es ist jetzt nicht so weit bis dahin. Ich hätte mein gesamtes Team nicht aufs Level bringen können in dieser Zeit, deswegen habe ich schon mal vortrainiert. Hallo, Kleinstein. Und die nächsten beiden Arena-Leiter kommen, glaube ich, sogar relativ dicht hintereinander. Also der nächste ist, glaube ich, in Fleetburg. Und der andere ist dann ganz im Norden. Blizzard, da irgendwas. Keine Ahnung. Ich kann die Namen nicht so gut von dem Teil hier. Ich könnte eigentlich... Na komm, ich nehme das Lux einmal weg. Das benutze ich jetzt nur zum Training. Aktuell brauche ich es ja theoretisch noch nicht. Noch sind die Gegner nicht so stark, dass ich es benötigen würde. Aber ich hoffe mal, ich komme jetzt hier weiter. Nee. Oh, nee. Nebel. Ich sollte Schutz einsetzen. Hallo, Mediti. Wenn man bedenkt, als ich angefangen habe zu trainieren, war mein Pokémon Level 30? Was ziemlich krass ist. Und ich habe immer noch die Animation aus. Vom Training. Zum Glück fällt es mir jetzt früh auf. So. Oh Gott. Kurz mal Süds. Süds. So. Und dann mache ich mal ganz kurz die Optionen. Nur Animation wieder ein. Ja, Erstellung übernehmen. Dankeschön. So. Jetzt wollen wir hier versuchen, durch den Nebel zu kommen. Und nein, ich werde keinem meiner Pokémon Auflockern beibringen. Weil, nein. Damit würde ich hier nur den Nebel wegkriegen. Und der ist nicht wirklich so störend. Griffel. Hat, glaube ich, weniger Chancen. Es herrscht nicht der Nebel. Was? Ich ändere mal kurz das Wetter. Yay, und es trug so kein Sternschauer. Sehr gut. Sonnensturm tot. Haha. Na komm. Und Drachenklaue. Sehr schön. Schöne Animation. Sieht aus, als wenn das Ding dann eben zerrissen werden würde, aber okay. Du, du. Yay, der Sandsturm. Vielleicht mache ich die Animation doch wieder aus. Es ist wirklich... Die Animationen sind zwar alle ganz schön, aber teilweise viel zu lang. Vor allem, wenn ich Wetter habe. Und Wetter werden wir hier immer haben, auf der Route. Yay, der Sandsturm tobt. Schön. Was ist das? Schildern, ist das die Vorentwicklung von Shilterra? Tatsache. Ich kam gerade nicht drauf, was das ist. Egal. Es wird neutral getroffen. Fluch. Yay. Okay. Tu, was du nicht lassen kannst. Ich knüppel auf dich drauf. Und die Po.
Der Trainer ist Level 33. Wollte ich eigentlich mehr sagen, ich hatte ein niedrigeres Level, bevor ich angefangen habe zu trainieren. Ist doch lächerlich hier. Ernsthaft. Okay. Initiative sinkt. Yay, der Angriff steigt. Juhu. Drachenwut. Yay. Hey. Dieses Spiel. Ich glaube, es ist auch diese Generation. Die vierte Generation ist so langsam. Einfach wirklich nur langsam. Netter Initiative-Schub. Es wird langsam Zeit, dass wir Girafarik. Nimm mal Plibrin, das entwickelt sich auf der nächsten Stufe. Dann habe ich einen Stahl-Pokémon, was ziemlich cool ist. Und ich verliere die Wasser, Dingens-Schwäche. Die Pflanzenschwäche. Was sehr cool ist. Machen wir Blubstural. Psi-Strahl, okay. Natürlich, was denn auch sonst? Warum sollte ich denn nicht verwirrt werden? Ey. Da. Ich muss ehrlich sagen, Platin ist ein ich habe es mir einfach auch vorgestellt, das Projekt. Ich muss nämlich wirklich Motivation finden für dieses Spiel. Und das passiert selten. Und gerade habe ich ein bisschen Motivation, deswegen spiele ich ein bisschen. Sonst wäre das doch sinnlos hier. Eieiei. Es kann auch passieren, um ehrlich zu sein, dass ich irgendwann einfach hingehe, mich total overlevel und dann nur durch rushe, wie blöde. Das Ding hat 1000 Erfahrungspunkte gegeben. What the fuck? Okay. Das war verdammt viel. Und ganz ehrlich, wenn ich es schon habe, komm, fuck it. Ich werde hinterher total overlevelt sein. Ist mir egal. So, aber ich heile mal kurz auf. Sonderbüng Bung, Hacktrank, Super Trunk. Fries dies. Und Knackse kann auch was abkriegen. Nicht, dass ich das gleich noch brauche und starr ab. Weiß gar nicht, ich bin gar nicht durch die Pokémon durchgegangen. Ich glaube, die haben nicht so viel Großartiges gelernt, aber ziemlich gute Attacken. Plibrin glaube ich nichts. Ich glaube, Lake konnte es schon beim letzten Mal. Gerade war Psychokinese, du Drachenklaue. Du. Nichts. Wobei ich ehrlich gesagt überlegen bin, Ponita, was war's? Level 46, glaube ich, bis Level 46 noch Ponita zu lassen, weil dann lernt es Flammenblitz. Sonst muss ich 10 Level warten, bis es das lernt. Du hast nichts Neues gelernt und du halt den Nahkampf und den Raub habe ich beigebracht. Nahkampf ist übrigens ziemlich lustig, dass es das kann. Macht das auch noch nützlich gegen Gesteins-Pokémon. Neue 2, geht weg. Ach, gegen den muss man eigentlich nicht antreten, aber... Fuck it, nehmen wir dich mit. Zeig mir, was du kornst. La da. Sichler! Okay. Ein Sichler soll es also sein. Da habe ich mir auch eins gefangen. Irgendwann mal. Verstichter Nebel. Flügelschlag, super. Lake ist übrigens eine der bullshittigsten Attacken ever. Das heißt, Verstichter Nebel. Das ist ganz ehrlich, ich bin ganz froh, dass sie dieses Wetter danach nie wieder verwendet haben. Ich meine, das gibt es nur in Generation 4. Das ist so ein Bullshit. Vor allem, es gibt keine Attacke, die dieses Wetter hervorruft. Es macht keinen Sinn. Man braucht Auflockern wirklich nur, um hier den Nebel loszuwerden. Was anderes nicht. Da ich aktuell nicht weiß, wo der Attackenverlerner ist, bringe ich es keinem Pokémon bei. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Oh Mann, ey. Hui. Ich sollte echt mit Gardevoir und Rotom kämpfen. Einfach weil sie Attacken haben, die immer treffen. Wow. Das waren viele Erfahrungspunkte. Luxioni, da will ich glaube ich nicht drin bleiben. Wäre Knacksel eigentlich die beste Wahl, aber nehmen wir Gardevoir. Einfach weil es trifft. Und wir machen Psychokinese, wenn das trifft, dann ist es ziemlich sicher tot. Luxio. Rivalität. Super. Der Typ hat nur männliche Pokémon, also bringt's mir nichts. Weil mir ist es schon mal aufgefallen, dass wenn ein Trainer männlich ist, hat er nur männliche Pokémon. Wenn ein Trainer weiblich ist, hat er nur weibliche Pokémon. Warum auch immer. Was auch immer Game Freak sich dabei gedacht hat. Voluminas.
War das das Gesteins-Pokémon? Die Weiterentwicklung von Nasknet? Ich meine, das ist Gestein-Stahl, ne? Oder? Ja. Es ist das Viech, aber es hat trotzdem noch eine Wasserschwäche. Meine ich. Ja, müssen eine Wasserschwäche haben. Dieses Spiel, ey. Natürlich Eisenabwehr. Schön. Ist sowieso egal, mit was ich dich angreife. Okay, sagen wir mal so. Meine Motivation für dieses Spiel geht langsam, aber sicher wieder in den Keller. Wow, ey. Gib es da denn. Der Eisenabwehr ist mir sowas von scheißegal. Ich greife speziell an. Dich würde ich sogar nur speziell angreifen. Oh. Dieser Nebel! Leck mich, Steinhagel. Was zur Hölle? Was zur... Kannst du jetzt... Dieser Nebel ist so sinnlos! Das ist da. Ich weiß nicht, welcher Designer auf die Idee gekommen ist. Wirklich ein Game Designer muss es ja schon fast sein. Hey, machen wir Nebel in das Spiel und senken dadurch die Genauigkeit der Pokémon. Das macht bestimmt Spaß. Boah. Was ein Bullshit. Drecksack, zum Glück hat es noch kein Level-Up, sonst wäre die Entwicklung jetzt nicht gekommen. Müsste ich es jetzt wiederbeleben. Fuck this shit. Robustheit, toll, Robustheit ist in der Generation absolut nutzlos, weil es nur vor K.O.-Attacken schützt. Geh weg. Danke. Wow. Natürlich gibt es massig Erfahrungspunkte. Das ist doch jetzt nicht wahr. Na, nutze ich auch den Einbeleber, den ich habe. Ist ja egal. Meine Fresse, ey. Ist doch unglaublich. Was haben die sich... da könnte man... Natürlich. Das ist der zweite vom Ninja-Trio. Hallo du. Geh weg. Mortable. Hey. Danke. Es trifft sofort. Ist das nervig? Was zum Geier? Psystrahl. Ja. Ich bin verwirrt. Nein. Sehr gut. Komm schon, bitte treff. Wer ist auf diese scheiß Idee gekommen? Konfusion, yay. Yeah. Sehr sticht der Nebel. Ich könnte eigentlich jetzt Lake einmal einsetzen. Muss ich nicht den ganzen Blub starten. Natürlich trifft das Giftpuder. Was denn auch sonst? Oh, wir könnten... Moment, wenn es hier... Wir könnten jetzt sogar eine interessante Sache beobachten. Etwas, was sehr, sehr selten vorkommt. Wenn ich es jetzt schaffe, es zu besiegen. Lake. Die Animation ist merkwürdig, aber okay. Die Attacke bellst du sowieso nicht lange. Das sind einfach mal 1600 Erfahrungspunkte. Ja. Ist okay, alles um 2. Sehr schön. Und nochmal ein Drittel vom nächsten Level. Meine Ninja-Technik hat versagt. Geh mir nicht auf den Sack. So, hey, Plibrin entwickelt sich. Und tatsächlich einer der sehr seltenen Fälle, die wir jetzt haben. Bei der Weiterentwicklung kriegt Plibrin, also wenn es sich zu Empoleon weiterentwickelt, den Stahltyp dazu. Und jetzt haben wir tatsächlich ein vergiftetes Stahl-Pokémon. Das ist äußerst selten. Wasserdüse, ja, die kriegst du sofort, mein Freund.
Ja, die nehmen wir mit. Dabei. Ich muss mal Lake für weg. Duh. Extrem unnötig die Attacke und viel zu wenig AP. Hey, Wasserdüse. Mir gibt es zwar nicht so viel, aber ein bisschen was. So. Wir haben ein vergiftetes Stahl-Pokémon. Nur auf diese Weise, oder fast nur auf diese Weise zu erhalten. Sehr lustig. Normalerweise ist es ja nicht möglich, dass Stahl-Pokémon vergiftet werden. Normalerweise sind sie dagegen immun und es gibt viel zu viele Reiter hier drin. Wollen wir dich mal von der Vergiftung heilen. Habe ich noch? Superheiler habe ich da. Ich habe auch noch Gegengift, sehr schön. So. Sehr, sehr selten, aber natürlich absolut nicht schlimm. So. Was ich mich übrigens immer frage, warum können die Pokémon sich nicht während des Kampfes weiterentwickeln? Ich meine, einen Angriffsschub kriegen die ja, wenn sie ein Level-Up haben, aber die Entwicklung wird halt erst nach dem Kampf ausgeführt, was irgendwie komisch ist. So. Geht das Ganze nämlich schneller. Man sieht schon, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich ein Glücksei hatte. Chance liegt, glaube ich, bei 5% und Chanera taucht mit einer Chance von 10% auf oder sowas. Yay, das Ganze für ein Item. Hoffentlich ist da was Gutes drin. Wollte ich sagen, jetzt taucht ein Pokémon auf. Da ist etwas sehr Gutes drin. Spukball. Das könnte ich Gardevoir beibringen. Dann wäre Gardevoir noch nützlicher. Vor allem gegen andere Psycho-Pokémon. Könnte ich Konfusion vergessen lassen. Aber dann hätte Rotom auch... Rotom hätte einen Step-Move vernünftig. Ich müsste erstmal nachsehen, ob Rotom noch eine gute Geisterattacke lernt. Weil wenn es Spukball auf normalem Weg erlernt, dann brauche ich es ihm nicht beibringen. Yay, Mashok. Yay, Rotom. Ist schon fast ein Level-Up hat. Okay. Flash dich der Nebel. Schockwelle. So. Roms. Überwurf hat keine Wirkung. Sehr gut. Ich würde mal glatt behaupten, dass dieses Mashok keine Attacken hat, die mich treffen können. Hi. Ich liebe sowas. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und Roms. Geh weg. Du bist nicht länger von... Keine Ahnung. So, geh weg einfach. 1500 Erfahrungspunkte. Sehr schön. Level up. Delegator, nope, bringt mir in einem normalen Playthrough relativ wenig. Deshalb, nö. Das ist Monty. Das war ein bisschen nervig auf Dauer, aber... So wachsen die Pokémon schneller. Ich glaube, das werde ich jetzt einfach auch mal ein bisschen länger... Oh, geht's so. Da geht's runter. Dieser Nebel ist so ein Bullshit. Das ist einfach nur durchprobieren meistens. Quatsch. So. Komm, geh weg. Eieieiei. Diese Route hier nervt. Sie nervt extrem. Und ein Hut-Hut! Hut-Hut! Ich glaube, ich setze hier wirklich gleich nur noch Rotom und Dingens ein. Einfach, um hier schnell durchzukommen. Weil das dauert sonst zu lange. Oh, komm! Komm schon! Wie viel KP sind das? Ein, zwei Stück? Was zur Hölle? Geh weg! Geh weg! Kusch! Hey. Komm schon. Hey. Mir fällt gerade auch mal ein, wie viele VMs gab es eigentlich in dem Teil? Ich meine, im Pokémon, also in der ersten Gen waren es hier, glaube ich, 5. Wir wechseln hier, damit das schneller geht.
Hat es in der ersten Generation 5 VMs? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir hatten in der ersten Generation Zerschneider, wir hatten Stärke, wir hatten Surfer, wir hatten Blitz. Das sind 4. Zum Tümmerer kam es in der zweiten Gen. Waren es noch 4? Ne, Fliegen, 5. Klar, Fliegen gab es ja noch. 5 Stück. In der zweiten kam dann noch Was in der zweiten? Ne, in der zweiten war Zertrümmerer, glaube ich, noch eine TM. Glaube ich. Oder gab es Zertrümmerer? Bin mir unsicher. Oder kam Zertrümmerer erst mit der dritten Gen? Ernsthaft? Willst du mich verarschen? Reflektor funktioniert nicht mehr. Reflektor bringt ja auch nichts, weil ich speziell angreife. Aber egal. Komm, geh weg, Noctu. Noctu! Ewig. Hey, 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 hey. Wie weit ist das eigentlich bis zur nächsten Stadt? Ich glaube, das ist auch die... War das nicht auch so, dass das hier die einzige Route mit Nebel war? Ich muss mal kurz nachgucken. Ich habe doch Auflockern schon. Auflockern war doch, meine ich... So ziemlich die... Nee. Mal sehen, da fehlen aber noch... Wir haben jetzt 4. Es fehlen noch Stärke 5. Surfer 6. Oder noch irgendwas, oder waren es hier tatsächlich nur 6? Ist trotzdem schon viel zu viel. Man muss ja quasi jedem seiner Pokémon eine VM beibringen. Elys. Yay, ich hab's geschafft. Ich bin durch den Nebel gekommen. Da unten ist ein Typ von Team Galactic und da sind Dialga und Palkia. Hallo du. Ist kein Pokémon super, was schätzen kannst du? Aha. Kauf. Hier ist kein Pokémon Supermarkt, aber hier kannst du Items kaufen. Hyperbälle. Gib mir mal ein paar Beleber, sagen wir mal 5. Okay. Dann stocken wir die Hypertränke mal auf. Geben noch ein bisschen was für Supertränke aus. Und holen uns auch mal 5 Hyperbälle. So. Finsterbälle, Flottbälle und Timerbälle. Oh, da jeweils mal 5 von. Vielleicht kann ich die noch gebrauchen. So, und jetzt sollen wir die Großmutter von Cynthia suchen. Und ihr diesen komischen Talisman noch zeigen, ne? Dann erzählt sie uns irgendwas über irgendwas. So. Jetzt sind wir auch mit Bällen wieder gut ausgestattet. Das Pokémon Center war hier unten, da unten. Oben liegt ein Item. Das will ich natürlich gleich haben. Und wir speichern. Wir heilen erstmal unsere Pokémon. Speichern werde ich nachher auch. Damit ich nicht wieder alles nachspielen muss, so wie beim letzten Mal. Hey. Das war echt nervig, dass ich alles nochmal nachspielen musste. Aber so konnte ich wenigstens direkt trainieren. Obwohl, was heißt trainieren? Ich bin da irgendwie durchgerusht wie Sau. Den ganzen Kram. War sie hier drin oder war es die alte Dame, die da steht? Das ist ein Typ mit einem Vonaira. Was ist trainieren? Das Wichtigste da. Danke für die analoge Uhr. Die ist bestimmt wunderschön. Hübsch. Sehr schön. Und wir haben kurz vor 1. Das stimmt sogar so ziemlich genau so. Schätze wirklich nicht mehr, ist egal. Ja, von den Jungen steht ein seltsamer Typ aus wie ein Raumfahrer. So. Wütend zu machen. Er sagt natürlich, warum zerstören? Der nervt. Ich nehme wirklich hier raus. Okay. Hallo. So. Der Drachenzahn verstärkte der Drachenattacken? Ich weiß es gerade nicht. Gucken wir mal.
Drachenzahl. Versteckdrachenattacken. Das hört sich doch sehr gut an. So. Ich würde mal sagen, was der Typ von Team Galaktik da oben sagt, das schauen wir in der nächsten Folge. Ich bin Zarok, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder ist. Let's Play Pokémon Platin. Bis dahin, ciao Leute.